So, geht schon los, geht schon los. Alles klar. Ich habe mir gedacht, ich beginne meine Geschichtsreise durch die Vergangenheit mit einer ersten Folge. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man so mit Geschichte anfängt, dann ist natürlich der Startpunkt klar, nämlich das Hier und Jetzt. Aber wie weit geht man denn eben zurück? Ja? Oder wie intensiv? Und ich bin auch froh, dass ich jetzt eigentlich so das Thema Geschichte für mich entdeckt habe, weil nachdem ich eigentlich ganz YouTube schon durch hatte zu allen Themen, die es so gibt, ist das ein Thema, wo ich mir ja wirklich gedacht habe, Mensch, da kann man doch noch ein paar Sachen einfach nachholen. Das könnte doch interessant sein. Für mich hat der Bezug zur Geschichte natürlich auch einfach den Aspekt, dass ich mir schon sage, wenn ich die Geschichte verstehen kann, hilft mir das auch, das Hier und Jetzt zu verstehen und vielleicht auch mir vorstellen zu können, was vor uns liegt. Ja. Ich möchte heute einfach so eine gewisse Vorarbeit leisten, denn für mich ist wirklich so die interessante Zeit, ja, so das, was vielleicht auch ich im letzten Video schon angedeutet habe, so hier mit unserem König Ludwig, so die Zeit vom Zweiten Kaiserreich, wenn man das so nennen mag. Ja. Aber bis wir dahin kommen, möchte ich heute einfach ein bisschen Vorarbeit leisten und möchte mit euch eine Zeitspanne besprechen, die sich Römisches Kaiserreich nennt oder Römisch-Deutsches Kaiserreich oder Heiliges Reich oder auch Heiliges Römisches Reich oder Römisches Heiliges Kaiserreich deutscher Nationen oder wie auch immer. Also da gibt es ganz viele Namen, denn der Name, wie diese Zeit genannt wurde, hat sich auch innerhalb dieser Zeit verändert. Also von den Leuten zu der Zeit, wo die gelebt haben, wurde es meistens anders genannt. Ja. Wie komme ich auch drauf? Weil ich ja hier so eine Münze gefunden habe von 1800 und da ist der Franz II. Drauf und der nennt sich eben auch Römischer Kaiser. Da habe ich mir schon gedacht, so was geht denn? Der kommt doch aus Österreich. Wieso nennt er sich Römischer Kaiser? Aber das ist eben das Heilige Römische Reich deutscher Nationen. Ja, das ist auch ein Begriff, den findet man im Internet oder ja, wie diese Zeit beschrieben wird. Die Abkürzung wäre dann HRR, also Heiliges Römisches Reich, DN, Deutsche Nation. Ja. Dieses Erste Reich, und das ist auch wirklich das Erste Reich, und da kam auch dann der Hitler drauf, seins nämlich das Dritte Reich zu nennen. Ja. Und diese Zeit, die ich mit euch kurz besprechen möchte, die hat auf jeden Fall auch einen ganz klaren Endpunkt. Und der Endpunkt ist 1806. Der Anfangspunkt, da könnte man sich natürlich streiten, was sind die Vorläufer dieses Kaiserreichs oder dieses Reichs, denn das gab es ja auch schon vorher. Ich möchte aber einfach mit einer Person und mit einem Zeitpunkt starten und das ist eben 1155, nämlich mit der Kaiserkrönung von Friedrich Barbarossa. Ja? Und davor gab es dieses Reich auch schon, aber eben noch keinen Kaiser. Denn, und da steigen wir auch schon ein, zu dieser Zeit war das natürlich so, dass der Kaiser bzw. der König schon von Gott gesandt war in irgendeiner Weise. Ja, also diese Dynastien haben natürlich auch ihr Recht auf Herrschaft durch das Geschlecht, durch ihre Blutslinie einfach argumentiert. Das war halt so. Ja. Und zu dieser Zeit hat man sich halt gedacht, so hey, wir müssen da auf jeden Fall noch einen draufsetzen. Und man hatte sich halt gedacht, wir möchten da anknüpfen, wo 600 Jahre vorher die Römer, diese Römer mit dem Cäsar, ja, also die echten Römer, halt aufgehört haben. Denn das war natürlich diese Zeit, wo auf jeden Fall Herrschaft noch Gott begründet war. Ja. Und da wollten die dann eben mit diesem neuen Deutschen Kaiserreich oder Römischen Deutschen Reich anknüpfen. Und was muss man machen, um eben sich zum Kaiser krönen zu lassen? Denn, das ist mir jetzt auch durch meine Recherche der Geschichte erst bewusst geworden, dass es eigentlich halt nur nochmal der Zusatz von der geistlichen Welt war. Im Endeffekt waren das alles schon Könige dieses Großreiches und haben sich halt dann einfach durch den Kaiser, durch den Papst noch so den geistlichen Segen abgeholt. Ja, und das war natürlich auch schon wichtig, aber es gab auch Zeiten, da ging das natürlich auch ohne.
Naja, auf jeden Fall, der Friedrich Barbarossa hat sich halt Folgendes gedacht: Was kann ich tun, um diesen römischen Papst dazu zu bringen, mir die Kaiserkrone aufzusetzen? Ja, laufe ich doch einfach in Rom ein. Ja? Und dann hat er halt einfach Rom eingenommen, eingereicht, könnte man sagen, und hat sich dann vom Papst zum Kaiser krönen lassen. Ja? Dieser Friedrich Barbarossa hatte auch noch einen Neffen, und das war Heinrich der Löwe. Der war dann, als Friedrich Barbarossa eben Reichskaiser war, ja, war das halt einfach ein Herzog und ich glaube vielleicht sogar auch ein König in einem gewissen Bereich, das weiß ich jetzt nicht so genau. Aber den kennt man natürlich auch, denn der hatte schon auch in Bayern was zu tun. Ja. Weiter ist es so, dass dieses Reich auch einen Ausspruch hatte oder ein Motto. Und es war halt ein Kaiser, ein Reich und eine Kirche. Ja, weil man nämlich versucht hat, da genau anzuknöpfen und durch die Bestätigung eben auch vom Kaiser gekrönt zu sein, hat man sich natürlich auch erhofft, dass es auch natürlich in den eigenen Reihen keine Diskussion mehr gab, weil man ja von Gott gesandt war. Ja. Das Ganze plänkelt dann so weiter, könnte man sagen. Und dann wird es so interessant, eigentlich so ab 1300. Und dann kommt auch dieses Bier hier ins Spiel, was ich mir hier gerade genehmige, ist nämlich gegründet 1328, älteste Brauerei. Hier in München, was ja auch von Monching oder von den Mönchen kommt, ist halt wahrscheinlich damals gerade so entstanden. Ne? Und 20 Jahre später, nämlich 1348, kam es nämlich zur Pest. Ja? Und das habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Ja? Die hat ja auch Europa übelst getroffen, so gewisse Bereiche sind verschont geblieben. Und zur Vorstellung her hat das schon ein Problem mit sich gebracht. Ja? Denn irgendwo hat es vielleicht auch einen gewissen Zweifel an die Herrschaftsordnung mit diesen Königen und dem Kaiser mit sich gebracht. Denn wenn er doch wirklich von Gott gesandt war, der Kaiser, wie kann er denn sowas zulassen? Ja, oder wie kann es sein, dass ein Kaiser eben nichts gegen diese Pest machen konnte? Und dass es schon auch krass war, kann man sich so vorstellen, da hat es halt einfach ein Viertel der Bevölkerung hier so in Mitteleuropa einfach zerlegt in einem Jahr. Ja? Das heißt, stellt euch jetzt einfach mal vor, jeder Vierte wäre wie so bei Leftovers einfach weg. Also es würde schon ziemlich viel Elend hinterlassen. Ja, und dann kommt man vielleicht natürlich auch in Zweifel, ob das doch alles hier so von Gott gegeben ist. Da hat denen vielleicht auch noch was in die Hände gespielt. Man könnte auch sagen, das ist vielleicht auch gewollt gewesen. Aber damals, ja, da hat man natürlich auch einen Schuldigen gesucht. Ja, wenn man sich eben nicht vorstellen konnte, dass es so Erreger gibt und dass es über die Ratten kam und einfach die katastrophalen hygienischen Bedingungen das waren, sondern so die Geschichte erzählt eben, dass dort wahrscheinlich unter Folter man einen Juden dazu gebracht hat, auszusagen, dass er einen Brunnen vergiftet hat. Ja, und da ist natürlich dann wie ein Lauffeuer die Meldung rumgegangen, dass die Juden das waren. Und dann war man natürlich auch ganz schnell dabei, die vor die Stadttore zu treiben und zu verbrennen. Zu den Juden dieser Zeit sei vielleicht noch was Besonderes gesagt oder generell auch ein bisschen zu diesem System. Denn dieses Kaiserreich ist schon so gewesen, dass es halt diesen großen Rahmen gab, aber innerhalb dieses Kaiserreichs gab es halt diese verschiedenen Königreiche, verschiedene Fürstentümer, verschiedene Stadtstädte, was weiß ich, also ganz verschiedene Verwaltungseinheiten. Und es gab halt welche, die unterstanden direkt dem Kaiser, gewisse Städte zum Beispiel, aber es gab halt auch gewisse Länder oder Fürstentümer oder wie auch immer, die sehr selbstverwaltet waren. Und das hat auch was mit den Steuern zu tun. Ja, dass natürlich die Steuern zum Beispiel jetzt in Bayern direkt zum Fürsten kamen und gewisse Steuern von gewissen Städten direkt in die Kasse des Kaisers eingezahlt haben. Ja, und es gab eine Personengruppe, die war immer direkt dem Kaiser unterstellt, weil sie eben nicht so sesshaft war, weil eben der Handel verboten war. Und das waren eben die Juden, die eigentlich, die Kaiser waren recht gut eigentlich auf die zu sprechen, denn die haben ganz schön natürlich in die Steuersäckle gezahlt, die direkt halt in die Tasche des Kaisers geflossen sind. Und deswegen gab es da natürlich auch gewisse Konflikte, aber nichtsdestotrotz hat man natürlich auch es irgendwo in Kauf genommen, dass da gute Steuerzahler hingerichtet wurden, weil man halt auch einen Schuldigen hatte, der diese Pest ausgerichtet hat. Ja, und dass die Pest ausgebrochen war, hätte man ja sonst deuten können, dass vielleicht die Verbindung zwischen dem Kaiser und dem Gott doch nicht so eine coole ist. Ja. Aber wie gesagt, das nur mal so vorneweg.
Dann ging es auch weiter, ohne dass wir tiefer einsteigen. Und 1500 kommt jemand auf das Spielfeld, der mir auch noch nie so bewusst eigentlich war, was der eigentlich genau gemacht hat. Und zwar ist es der Dr. Martin Luther, ja, ein einfacher Mönch, der sich so ein bisschen mit dem Gängigen angelegt hat, der im Endeffekt ja dann auch durch seine Schriften, durch auch seine Aussagen es geschafft hat, halt ein Misstrauen oder generell das mal in Frage zu stellen. Ja? Denn für Luther oder nach dieser Philosophie der Reformation ging es ja genau darum zu sagen, so zwischen Gott und dem Gläubigen steht eben nicht noch ein Papst und ein Bischof und ein Kaiser und den muss ich noch bezahlen und den. Und natürlich ging es auch darum, um diesen Schuldenerlass, den man durch Gelder leisten konnte, in Frage zu stellen. Ja? Denn im Endeffekt war das natürlich eine sehr lukrative Einnahmequelle. Und wenn es eben nicht so ist, dass man dadurch von seinen Sünden erlöst wird, dann geht man in Gefahr, vielleicht ja trotz vieler Zahlungen in diese Klingelbeutel, trotzdem im Fegefeuer zu landen. Und da hatten die Leute natürlich das erste Mal auch Interesse am Hinterfragen von etwas, weil es war ja sehr relevant für jeden Einzelnen. Denn wenn man sich nicht von seinen Schulden freikaufen konnte, dann hat man vielleicht ja doch was anderes zu tun. Und das ist schon auch was, wo für mich nachvollziehbar ist, dass der halt Zulauf hatte. Ja? Wo er natürlich keinen Zulauf hatte, war bei den klassischen Strukturen, bei den Kaisern und auch bei den Königen und bei den Fürsten, die da halt einfach noch den alten Strukturen halt nachgegangen sind. Und nachdem ja zum Beispiel auch die Steuern durch die Bibel mehr oder weniger argumentiert wurden, hatten die Herrscher nämlich das nächste Problem mit Luther. Und zwar, als er die Bibel übersetzt hat. In einer verständlichen Sprache, also von dem, wie man spricht, aber auch in der Sprache, nämlich in Deutsch. Und die hat er dann auch ja entsprechend rausgebracht. Und das hat natürlich noch mehr das geschürt, dass man einfach nachlesen könnte. Steht es denn überhaupt drin, dass wir jetzt hier so viel Steuern zahlen müssen? Reicht nicht nur der Zehnte auf Grund und Boden, so jetzt müssen wir auch noch unser Vieh abgeben. Und den Leuten ging es ja immer dreckiger, denn die Herrscher mussten ja sich immer mehr Sachen einfallen lassen zur Besteuerung, um halt ihre Kriegsfantasien und was weiß ich für Spielchen halt finanziert zu bekommen. Und das ist natürlich genau das Gleiche, was die heute natürlich auch als Problem haben. Ja? Insofern hat Luther da schon eine sehr, sehr entscheidende Rolle in unserer Geschichte. Und dann kam es natürlich auch zu einem Bauernaufstand, habe ich mir jetzt aufgeschrieben, 1525, weil natürlich auch die Bauern gesagt haben, ja, wenn wir jetzt aber gar keine schlechteren Menschen sind wie die, dann hört uns ja Gott auch direkt, dann können wir ja einfach beten. Ja? Und unsere Bitte, unser Gebet ist dann genauso viel wert wie das von einem Hochrangigen. Und das hat natürlich dann schon auch eine Revolution oder einen Aufstand ausgelöst. Und als ich mir das so reingezogen habe, hatte ich eigentlich schwören können, ja klar, jetzt ist der Luther auf der Seite dann der Bauern gewesen, so geht's weiter. Aber so ging es nicht weiter. Ja? Der hat eigentlich die Bauern, die durch seine Gedanken oder durch seine Ideen auf die Idee gekommen sind, einen Aufstand hinzulegen, er hat sich nicht auf die Seite von denen gestellt, sondern auf die Seite der Fürsten, die ihn unterstützt haben. Dass er wahrscheinlich überhaupt noch am Leben ist. Ja, das kann natürlich sehr gut sein. Und an sich hat er die Bauern dann eigentlich ins offene Messer rennen lassen und hat sich auch von denen wirklich distanziert. Ich meine, die haben da auch wirklich wahrscheinlich Lynchjustiz betrieben und hat sich halt einfach davon distanziert und hat dann halt auch gesagt, so, nee, das ist das Böse. Also damit will ich nichts zu tun haben. Ja. Nur natürlich brauchte Luther die Beziehung zu den Fürsten, um halt seine Reichweite beizubehalten, könnte man sagen. Ja. Weil das muss man sich schon vorstellen, also dass sie den nicht weggemacht haben, so hätte ja jeder Herrscher natürlich Interesse gehabt. Ja, das war im Endeffekt, hat sich ja da das alte Muster aufgebrochen. Hier habe ich noch aufgeschrieben, dass halt generell der König dieses Reichs, der sich dann in Rom hat immer zum Kaiser krönen lassen, die Krone auch nicht umsonst bekommen hat, die Kaiserkrone. Ja? Und der Deal war eigentlich immer, der Papst krönt dich König zum Kaiser, aber dafür musst du ihm halt einen Kreuzzug hinlegen. Und im Endeffekt war das halt dann so das Spielchen, auch nach dem Barbarossa, sodass seine Nachkommen halt sich dann halt immer zum Kaiser haben krönen lassen und dafür halt dann wieder in Jerusalem einmarschiert sind und dort die Muslime vertrieben haben, die Jerusalem wieder belagert hatten. Und dann war das eigentlich auch immer so ein Hin und Her und das war halt so der Deal. Ja.
Da könnte man auch noch weiter einsteigen, so, dann gibt es auch noch einen Friedrich oder Karl, was weiß ich, wie die heißen. Die haben das halt dann nicht so genau genommen mit den Kreuzzügen und wurden dann aus der Kirche mehr oder weniger rausgeschmissen. Also das ist auch eine super spannende Zeit, denn das war halt der Deal. Kreuzzug gegen Kaiserkrone. Und warum die Kaiserkrone so wichtig war? Um eben auch in seinem Reich sich als der nicht in Frage stellbare, von Gott gesandte Herrscher, der dann eigentlich sogar auch über dem Papst steht. Ja. Naja, und wir waren jetzt dann schon bei 1530 oder was weiß ich, eben Luther, der die Bauern aufstachelt, sich aber dann doch auf die Seite der Fürsten, natürlich nicht auf alle Fürsten, sondern auf die Fürsten, die mit ihm auf dieser protestantischen Seite waren. Ja. Hier geht's weiter. Ja. Der Karl V. hat sich dann halt auch gedacht, so kann es nicht sein. Ich bin Kaiser, ein Reich, eine Kirche, ein Kaiser, ja, ein Glaube. Wir können uns das mit dem Luther hier nicht gefallen lassen. Und dann hat er halt schon auch Action gemacht gegen den Luther und gegen die Fürsttümer, die eben evangelisch waren zu der Zeit. Und die haben dann halt unter Protest den Reichstag verlassen und haben gesagt, unter den Umständen machen wir nicht mit. Da ging es ja auch immer um die Köpfeverteilung von den Fürstentümern, die dann auch den Kaiser wählen. Und im Endeffekt haben die dann halt im Reichstag einfach ohne diese protestantischen Fürstentümer weitergemacht. Und nachdem die unter Protest den Reichstag verlassen haben, nennt man die eben auch Protestanten. Cool, oder? Die haben sich natürlich dann zusammengetan. Da gibt es dann auch gewisse Schlachten, wo sich dann eben die protestantischen Fürstentümer zusammengetan haben um Luther. Das heißt, da war dann eigentlich die erste große Spaltung im Glauben da. Und dann hat der Kaiser halt seine Truppen geschickt. Und das Ganze kommt dann eigentlich in so einen Höhepunkt, den ihr auch schon mal aus dem Schulunterricht gehört habt. Und zwar 1618, der Prager Fenstersturz. Und jetzt trinke ich noch einen Schluck Bier. Und der Prager Fenstersturz war im Endeffekt so eine klassisch politische Sache, dass dieser Ferdinand halt seinen Untertanen versprochen hat, dass es halt Religionsfreiheit geben wird. Und das hat er halt dann nicht gemacht, weil er halt andere Interessen dann doch eher vertreten hat. Und dann sind halt dann die Protestanten aus seinem Reich bei ihm eingelaufen und haben ihn und seine Stadtverwalter aus dem Fenster geschmissen. Die haben das überlebt, ja. Ich habe nach diesen gestorben, nee, aber die haben das überlebt. Aber das hat dann so eine gewisse Spirale der Gewalt ausgelöst, so nach dem Motto, die Kirche und der Kaiser wollen unsere Glaubensfreiheit unterdrücken. Und dann hatte es der Kaiser natürlich nicht so einfach und hat dann halt die Fürstentümer und die Herrscher, die halt auch noch dieses alte katholische Muster vertreten haben, um sich geschart und hat dann halt auch gewonnen. Und dann kommt eigentlich Bayern so wirklich das erste Mal auf die Map, denn als Dank dafür, dass die Bayern halt so katholisch auf der Seite des Kaisers und der Kirche waren, haben sie eben diesen Titel des Kurfürsten den Böhmen eben aus Prag, die es halt ein bisschen verkackt haben, entzogen. Und ab der Zeit war Bayern dann eben auch berechtigt, diesen König, der sich dann zum Kaiser hat wählen lassen, vom gesamten Reich mitzuwählen. Ja. Generell hatte ich mir vorher nochmal aufgeschrieben, dass die Wittelsbacher, die ja hier so in Bayern die Dynastie sind, dass die eigentlich schon seit dem 12. Jahrhundert mit am Start sind. Ja, andere kommen später, ja, zum Beispiel auch in Preußen oder auch die Habsburger in Österreich-Ungarn. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, hier so Fenstersturz. Wir haben hier immer noch dieses Protestantische gegen das klassische alte römisch-katholische und auch wieder hier im Hinterkopf, dass es um ja, die Rechtfertigung von Macht ging, die natürlich durch Luthers Thesen Boden verloren hat. Das muss man ganz klar sagen. Ja? Und dann kam halt auch noch 1625 die Dänen dazu, die sich halt gedacht haben, hier dieses Deutsche Reich greifen wir doch mal an. Da ist noch zu erwähnen, da habe ich mir auch aufgeschrieben, der Wallenstein, Oberbefehlshaber, der nämlich so das Konzept des Krieges wohl revolutioniert hat. Eigentlich hat der das erste Mal so Krieg auf Pump gemacht. Und zwar war das Konzept, dass er halt gesagt hat, so hey, nur eine Armee zu haben, die wir uns jetzt leisten können, das ist überhaupt nicht effektiv. Ja? Es geht nicht darum, welche Armee wir uns selber jetzt für irgendeine Schlacht leisten können, sondern wir holen uns jetzt die größte Armee, gehen all in. Und nachdem diese Armee dann so schlagkräftig ist, also nicht nur 10.000, sondern 50.000 Soldaten,
dann werden die auch alles platt machen. Und das, was die platt machen, die Bauern, die Ländereien, die die einnehmen, die müssen dann den Sold dieser Armee während des Krieges erbringen. Also, dass sich im Endeffekt die Armee und der Krieg selber ernährt, dadurch, dass man Territorien dazu gewinnt. Und das war schon revolutionär damals und das hat sich auch bewährt. Ja. Ja, dann ging es weiter. Dann hatte man hier noch, könnte man noch erwähnen, eine Person, das habe ich jetzt auch mir nur aufgeschrieben, weil das für mich natürlich als Münchner interessant ist. Denn dann haben wir auch sowas wie den 30-jährigen Krieg, aber dann gibt es den Gustav Adolf, das ist nämlich der Schwedenkönig gewesen, der auch protestantisch war, dann auch mit den protestantischen sich verbunden hat und halt hier einmarschiert ist. Und er ist halt bis München gekommen, hat eigentlich fast alles eingenommen und die Münchner Statthalter haben den schwedischen Soldaten einfach die Schlüssel übergeben, haben gesagt, so hier, wir wollen keinen Stress, so nehmt euch, was ihr wollt. Und als Dank dafür, dass eben München nicht zerstört wurde, gibt es dann eben hier auch den Friedensengel in München, der eben genau da oder deswegen erbaut wurde. Ja. Ja, und dann auch schon auf meinem letzten Blatt, dieser Wallenstein, dieser Oberbefehlshaber, der ist dann auch ein bisschen zu mächtig geworden, ja. Der war dann auch mal ein bisschen weg von der Bildoberfläche und 32 kam er halt dann zurück, gewinnt dann auch die Schlacht gegen Gustav Adolf, aber hat eigentlich keinen Bock auf dieses katholisch-protestantische. Ja, er sieht eigentlich eher so, warum soll ich auf meine deutschen Mitbürger irgendwie halt schießen so. Und dann fängt er halt auch an, direkt mit den Protestanten zu verhandeln, was natürlich dem Kaiser, dem er eigentlich halt unter Befehl stand, nicht gepasst hat. Und dann wird er getötet und ist natürlich weg. Ja? Denn die Interessen des Reichs, die der Kaiser vertreten hat, waren ja einfach ganz klar und sind immer die Interessen, die eigene Herrschaft zu legitimieren und zu sichern und auszubauen. Das Ende von diesem 30-jährigen Krieg ist dann 45 bis 48, so ganz lange Verhandlungen, keine Ahnung, da sind die ganzen dann nach Münster gekommen, haben 3 Jahre geplaudert und dann kam eben der große Frieden. Dieser 30-jährige Krieg hat auch, finde ich, Parallelen zum Ersten und Zweiten Weltkrieg. Aus englischer Sicht werden ja auch Erster und Zweiter Weltkrieg als zusammen 30 Jahre Krieg gesehen und dann hätte man halt hier den Ersten 30-jährigen Krieg und dann Erster und Zweiter Weltkrieg zusammen. Der zweite 30-jährige Krieg. Ja. Denn hier hat sich schon auch einfach Folgendes abgespielt, dass natürlich auch andere europäische Großmächte, sei es eben Schweden, Dänemark, Spanien, im Endeffekt diesen Stellvertreterkampf von protestantisch gegen katholisch ausgenutzt haben, um einfach ihre Interessen auch hier auf deutschem Boden auszutragen. Ja, also nach dem Motto, wenn wir uns prügeln, machen wir das nicht in unserem Wohnzimmer, sondern wir treffen uns halt in der Kneipe. Und hier ist eigentlich treffend, wie auch in den anderen Kriegen, der deutsche Boden eigentlich die Kneipe gewesen, wo man sich halt dann geprügelt hat. Ja, aber ich möchte jetzt gar nicht näher noch auf diesen 30-jährigen Krieg eingehen. So ab 1730 sind wir noch in diesem Reichsgefüge, ja, und natürlich schon nochmal eine ganz andere Zeit, wie da, wo wir angefangen haben. Klar, hier kommt dann eigentlich Preußen so das erste Mal. So zum Vorschein legt sich da eben mit den Habsburgern an, Maria Theresia, ja, die auf die Hilfe von Ungarn natürlich hoffen kann. Dann kommen eben diese Sachen, 1745 gewinnen die Preußen, Schlesien geht an Preußen und zum Ausgleich bekommt eben der Mann von der Maria Theresia die Kaiserkrone. Denn was man auch so ein bisschen verstehen muss, das war mir auch nicht so klar, dass zum Beispiel die Habsburger, die hatten halt Territorien innerhalb des Kaiserreichs, aber genauso auch noch welche außerhalb. Ja? Das war nicht so linear, sondern die Dynastien, ja, die haben sich halt einfach wie in so Vereinen halt so beteiligt. Und da war halt ein Verein halt so dieses deutsche Kaiserreich. Aber man hatte genauso auch noch andere Spielfelder. Ja? Und das war mir eigentlich so nie bewusst, dass diese Grenzen, diese territorialen Grenzen, dann auch nicht zwingend immer auch gleich Grenzen der Monarchen unter Dynastien waren, sondern dass das halt immer so, ja, Zusammenschlüsse halt waren. Ja. Dann ging es auch wirklich viel hin und her. Dann haben wir Preußen gegen Österreich-Ungarn mit Russland und Frankreich noch verbündet, 1756. 1759 wird dann der Friedrich II. Angeschossen und
Preußen gewinnt gegen Österreich, dann haben wir sowas wie der Siebenjährige Krieg. Dann ändert sich aber das ganze Machtgefüge, weil sich zum Beispiel Russland dann wieder von Österreich abwendet. Also alles wie so Schablonen, die man auch später nochmal gesehen hat. Und diese ganze Phase endet dann, und das ist eigentlich auch dann schon mein Schlusswort, damit, dass 1806 der Napoleon einmarschiert. Ja? Der Napoleon einmarschiert und dieses Römische Kaiserreich oder das Heilige Römische Reich deutscher Nationen erobert und es damit ein Ende hat. Denn danach ist er Kaiser. Ja? Und aus bayerischer Sicht wird es dann sogar fast positiv weitergehen, wenn man ja vielleicht auch dadurch, dass man jetzt nicht ganz abgeneigt war, da dann vielleicht auch von Napoleon eben das Königreich Bayern ausgerufen wurde, 1806. Ja? Und das wär's. Ja? Das sind im Endeffekt ja, 700 Jahre, vielleicht auch noch länger, wenn man nicht bei Friedrich Barbarossa anfängt, die man eben als das erste Deutsche Reich bezeichnen könnte. Ich reiz hier nochmal auf. Mit der Idee, eben an der Antike anzuschließen, an dem anzuknüpfen, um auch die Rechtfertigung für seine Herrschaft als Gott gegeben, an dem, was die Römer vorher gemacht haben, eben anzuknüpfen, haben wir hier dann sowas wie die Pest und auch Luther, der auf jeden Fall das Ganze ja, zum Bröckeln gebracht hat. Wir haben hier viele innerdeutsche Konflikte, nee, so muss ich es machen, die dann eben auch durch dieses Protestantische natürlich angetrieben werden. Ich denke, dass hier der Adel auch eine gewisse Macht verliert, aber doch am Ende ja doch noch ganz gut abschneidet. Ja? Für das, was vielleicht hätte auch passieren können, denn also man hätte ja auch sagen können, nach Luther, vielleicht nach 300 Jahren, hat sich das Ganze mit diesen von Gott gesandten Königshäusern und Fürsten und was weiß ich getan. Aber ist ja nicht. Ja, wissen wir ja, die Geschichte geht anders weiter. Ich finde es auf jeden Fall super spannend, ja, weil da doch ja, für mich ein bisschen mehr Metaebene vielleicht drinsteckt, für, wie für euch jetzt auf den ersten Moment. Aber ich sehe da schon ein paar Parallelen. Ja. Auch die Rolle der Juden war mir so gar nicht so bewusst damals. Naja, und auch das mit den Kreuzzügen macht für mich jetzt auf jeden Fall hier Sinn, warum es die gegeben hat, nämlich um das Krönlein zu bekommen. Ja, und wenn euch das interessiert, geht in Bibliotheken, geht auf YouTube, das Internet ist voll davon. Und ich denke jetzt auch mal, solche Dokus, ja, da kannst du öffentlich-rechtlich jetzt auch gar nicht so verkacken. Ja, denn da ist jetzt auch nicht so viel Material vorhanden. Und ich denke, dass man hier in dieser Zeit doch auch noch an ja, ganz gute Quellen auf jeden Fall stoßen kann, weil sie sind ja auch nicht unendlich. Was ich zwar ein bisschen schade finde, ich hätte gern Videoaufnahmen aus der Zeit. Ja, aber es gehört auf jeden Fall zu unserer Geschichte dazu. Und Napoleon hat das Ganze dann eben 1806 beendet. Und jetzt schließt sich der Kreis nochmal zu dieser Münze. Denn im Endeffekt war hier Franz II. 1800 der letzte Kaiser des römisch-deutschen Kaiserreichs aus dem Hause Habsburg in Österreich. Und nachdem Napoleon eben dann hier alles zerschlagen hatte, war dieser Franz eben kein Kaiser mehr, sondern nur noch König. Ja. Und dann geht eine andere Geschichte weiter. Gut, so viel zu mir, von mir zum deutschen Kaiserreich. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Ciao.